Ja, hier ist es so, dass man ab 16 Jahren wahlberechtigt ist und ja, man muss die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und ja, wir freuen uns, wenn viele, viele Menschen zur Wahl gehen. Und da sind uns insbesondere auch Jugendliche wichtig. Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal anführen, dass es großartige Projekte gibt, die hier in Hannover auch Jugendliche an Politik interessieren. Und ich möchte es an der Stelle auch sagen, Politik zum Anfassen, auch wenn das jetzt kein Werbespot sein soll. Und das ist es auch nicht. Denn ich war jetzt bei Pimp Your Town als Ratsmitglied mit dabei und ich habe gesehen, wie engagiert die Schülerinnen und Schüler ihre Anträge diskutieren und sie haben tolle Ideen und geben wichtige Impulse an den Rat der Stadt Hannover. Und dafür bin ich den Schülerinnen und Schülern sehr dankbar. Und ich würde mir wünschen, dass sich ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler für Politik auch einsetzen und auch vor Ort ihre Bezirksratsmitglieder ansprechen, egal welcher Fraktion die dann angehören, aber dass sie sich einfach am öffentlichen Leben mitbeteiligen und ihre Wünsche auch äußern. Erstmal grundsätzlich alle Bürger, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und das ist vollkommen egal, ob die in Hannover-Herrenhausen geboren wurden oder in Usbekistan. Hauptsache deutsche Staatsbürgerschaft. Zusätzlich alle Bürger der Europäischen Union und insgesamt diejenigen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Das heißt, diejenigen, die noch zur Schule gehen, die sollten sich immer daran erinnern, dass es sich nicht nur darum geht, sich in Schülervertretungen zu engagieren oder für die Schülerzeitung oder sonst wo, sondern dass man durchaus auch schon sich politisch engagieren kann, indem man zumindest wählen geht. Noch viel besser wäre es, in irgendeine Partei einzutreten und sich dort zu engagieren.